Erdbeben hat wohl die Struktur verändert. Das hier ist viel enger als die Höhlen westlich von Siva. Damals waren wir auch kleiner. Wohin jetzt, meine Liebe? Es muss durch diesen Abwasserkanal gehen. Niemand hatte den Mut, in Hades Flüsse zu springen. Wir schon. Das Grab. Unglaublich. Ich hoffe, du besorgst mir auch mal so einen Sarkophag. Was immer du willst, meine Liebe. Es heißt, sein Sarkophag sei voller Honig. Das hilft, den Kar zu erhalten. Unglaublich. Versprich mir, mich mit meiner Klinge zu begraben, damit ich mich im Gefilde der Binsen verteidigen kann. Versprochen.
Diese Zeichen hier unten, sie handeln von Siva, das Gewölbe und ein Zepter, das Alexander hält. Amun steht in einem Feld voller Bäume und eine markierte Sphäre trifft auf sein Zepter. Mann zu König, König zu Gott. Eine markierte Sphäre? Was hast du mit der Sphäre gemacht, die ich dir gab? Ich gab sie Apollodoros. Er liebt solche Dinge. Lassen wir die anderen rein. Ich sehe mich noch weiter um. Rex Immortalis. Der Stab, den er hält. Die Gravierung. Seit meiner Kindheit war dieser Mann mein Vorbild. Er ist dir ähnlich. Ich weinte an seiner Statue in Rom. Mit 30 hatte er ein Reich, das sich über die bekannte Welt erstreckte. Was habe ich denn getan mit meinen 5 langen Jahrzehnten auf Erden? Gemeinsam können wir mehr erreichen als Alexander. Ja. Wie lange noch, bis die Königin aufhört, Caesar zu beeindrucken und bei uns beginnt? Unsere Bedürfnisse sind die ihren. Sie wird liefern. Mein Caesar. Unsere Boten wurden bei der südlichen Garnison von Alexandria festgenommen. Die Soldaten haben von einem feindlichen Umfeld berichtet. Festgenommen? Das nennt er Diplomatie? Ich werde meine Wache schicken. Griechische Soldaten passieren die Stadt leichter als Römer. Lasst uns die Sache erledigen, meine Königin. Flavius, komm. Sieh nur. Wir haben den großen König gefunden.